Ich kann echt gerade heulen, so, weil ich einfach noch nie in meinem Leben so müde war. Ey, nicht mal in der Klausurenphase von der Uni oder im Abi war ich so fertig wie hier. Also körperlich und geistig, ja, ist man echt eine Ruine. Der große Bruder hat mich zu einem Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, egal was jetzt kommt, selbst wenn du mir meine Decke wegnimmst, juckt mich nicht, ich mach das bis zum Schluss. Du brechst mich nicht. Und wenn ich heule, dann heule ich. Ich bin ein Mensch, habe auch Gefühle. So, was machen wir jetzt? Ein dummes Gesicht und einen guten Eindruck. Leute, könnt ihr twerken? Ja. Nee, aber ich würde das voll gern können. Was? Du willst gern twerken? So. Ja, genau. Alter, Iris. Boah! Nee. Guck mal, wie der nach oben geht. Das ist ein Talent. Weiterstellung kennst du ja. Ja, das kenne ich. Genau. Reverse Cowgirl kennst du doch, oder nicht? Reverse Cowgirl, für die, die es nicht wissen, ist eine Sexstellung. So heißt das? Natürlich. Iris, natürlich. Klar. Deswegen war die Frau schon viermal verheiratet. Also deine Frau sieht quasi deine Füße nach vorne. In Iris steckt ganz schön viel drin. Also ich habe heute ganz viel neue Dinge über Iris erfahren. Ich habe schon alles durch, was geht. Im Thema Sex. Mach die noch zum Containerchef heute, sag ich dir ganz offen und ehrlich. Das ist doppelt Arsch. Ich lasse mich bequatschen heute, dich zu wählen als Containerchef. Habe dich nicht einmal nominiert, nachdem ich schon einmal von dir einen Arschtritt gekriegt habe. Und jetzt das. Versetz dich in meine Lage und denk drüber nach. Und komm nicht, der Matthias ist hier zum Krachmachen gebucht, sag ich dir ganz ehrlich. Das hab ich nie gesagt. Weil wenn ich Krachmachen wollte, könnte ich jetzt richtig Zirkus machen. Und das noch fast mit gutem Grund. Aber das, was du machst, das ist gerade Krach. Nein, es ist kein Krach. Wenn ich Krach mache, sieht es anders da aus. Nein. Dann sieht's ganz anders aus, glaub es mir. Wie soll ich dir echt wie ein Schlag in die Fresse? Ich verstehe dich da voll. Darf ich dich in den Arm nehmen? Scheiße. Das ist auch die Grund, warum ich manchmal dann so bin, weil ich immer enttäuscht werde. Immer. Immer, wenn ich mich auf irgendwie einlasse. Das ist für mich geklärt, aber ja, eine Enttäuschung, die in irgendeiner Art und Weise bleibt und halt auch einfach tief sitzt, muss ich ehrlich sagen. Lust auf Party ist mir vergangen. Ja, mir auch, also wirklich. Geht's ab? Das sind halt immer so die Enttäuschungen. Ich kenne das. Das ging mir ja auch so. Ich schüttel mir mein Herz aus, erzähle Dinge und dann sowas immer. Jedes Mal das Gleiche. Ich weiß, und egal, ob man sagt, das ist ein Spiel oder nicht, trotzdem berührt sein, tut es einem weh. Ja. Was seid für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Kuckuck. 99 Luftballons schweben zum Horizont. Ja, die Party hat die Stimmung ein bisschen aufgelockert, aber nur ganz bisschen. Ich kann nicht gut singen, aber laut. In history, it's gotta stop raining. It's a rainy man. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht, und es hast du gemacht. Nudelsoße, Salz. Um Gottes Willen. Hä? Oh mein Gott, Entschuldigung. Ja, der ist gut, Peter. Der ist Peter, super, super. Der Nein, angefangen pass hat. Auf, pass auf, Peter. Darf ich da hin? Nein, nein, nein. Nur Peter. Beim Draufsetzen musst du loslassen. Hält das. Okay, lass los.
Und dann einmal loslassen, Peter. Und runter mit dir. Sind wir? Ja! Ihr habt das Spiel gewonnen! Iris und Matthias. Ja. Ihr seid heute die letzten beiden Nominierten. Matthias, du bleibst. Ah, ist super, süß, das war's doch. Merci. Ja, ich auch meine aus. Adieu. Ja. Tschüss. Adieu. Macht's gut. Welchen Promi willst du vor der nächsten Nominierung schützen? Ich nehme Judith. Aber kann ich die verarschen, dass ich das mir selber ranmache? Ja, darfst du ausnahmsweise. Okay, tschüss. Ernsthaft? Ja, weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich mich selber geschützt. Bist du ein Affe? Ernsthaft? Ja. Hast du dich selber geschützt? Klar. Raus mit der Sprache, die Lara. Ja, okay. Ich hab Sag die Wahrheit. Mann. Ich hab's jetzt echt geglaubt. Nein. Doch, natürlich. Ich konnte jemanden schützen und ich habe mich für dich entschieden, weil ich weiß, du würdest dich auch immer für mich entscheiden. Und du hast gestern schwere Entscheidungen getroffen. Und ich finde, du hast es verdient, hier zu sein, wie die anderen auch alle. Aber ich wollte dich schützen, weil du mein Liebling bist. Und ja. Gossip und Drama sind genau dein Ding und du kannst von Promi Big Brother einfach nicht genug bekommen, dann schaue jetzt alle Folgen kostenlos auf Joyn.